bevor diese beeindruckenden Bilder entstehen können, bedarf es auch mit einer 10-jährigen Erfahrung immer noch mehrere Wochen der Vorbereitung. Und was den Bühnenaufbau der einzelnen Stages angeht, heißt es sogar, nach dem Festival ist vor dem Festival. Denn dafür beginnen die Planungen bereits rund 10 Monate vorher. Als wir vor 10 Jahren angefangen haben, da war der Aufbau in 2-3 Nachmittagen erledigt. Das war ein reines Hobbyprojekt. Alle haben danach Feierabend mit angepackt und dann ging das schon. Heute ist das natürlich ganz anders. Wir planen das ganze Jahr durch und jetzt der heiße Aufbau läuft 1,5 Wochen. Insgesamt sind 60 Firmen beteiligt. Es ist eine richtige Baustelle, die hier entsteht, damit wir diese kleine Stadt aus dem Boden stampfen können. E-Musik-Festivals gibt es in Europa bereits seit den 90er Jahren. Ob in England, Frankreich und Spanien oder in unmittelbarer Nähe in den Niederlanden, dem Tomorrowland in Belgien oder dem Perucaville auf dem ehemaligen Militärflughafen in Weeze. 2009 fiel der Entschluss, auch das Erkelenser Land an die elektronische Tanzmusik heranzuführen. Wir wollten einfach mal was Cooles machen für die Erkelenser und auch für die ganze Umgebung hier, weil hier gab es eigentlich gar nichts, was die elektronische Musik bedient. Und das wollten wir einfach machen. Da kam uns der Hype Park in den Sinn. Den haben wir uns dann ausgesucht. Da haben wir uns die erste Party gemacht mit 400 Gästen am Anfang. Jetzt sind wir ein paar mehr. Und ja, dann sind wir so weiter gewachsen. Und jetzt sind wir hier 10 Jahre weiter und ziemlich stolz, muss ich sagen. Und wir freuen uns. Zusammen mit den Veranstaltern freuen sich im Jubiläumsjahr rund 25.000 Besucher, die ihr Electricize einfach lieben. Dieses Jahr hat die Electricize noch mal einen draufgesetzt. Ja! Super, immer wieder! Super geil hier! Viele Menschen, passt auf jeden Fall. Besser geht's nicht. Man findet viele Leute, die man jetzt lange nicht mehr gesehen hat. Also ich finde es ehrlich gesagt schön. Finde ich super! Geil! Doch eine ganz neue Herausforderung stellt sich den erfahrenen Organisatoren dann doch noch. Die Jubiläums-E-Size inklusiv. Wir müssen darüber nachdenken, sind wirklich alle Wege barrierefrei? Wie kommen unsere Künstler mit Behinderungen, unsere Mitarbeiter und Helfer mit Behinderung und unsere Gäste mit Behinderung? Wie kommen die aufs Festival? Wo können die sich hier bewegen? Haben wir genug barrierefreie Toiletten? Das sind alles Fragen, über die wir sonst in den Jahren zuvor zwar am Rande nachgedacht haben, aber nie so intensiv wie jetzt. Und es ist ein gutes Gefühl, dass wir da die Lebenshilfe als Kooperationspartner haben, die natürlich wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich haben und uns da auch einfach sehr unterstützen konnten mit ihrer Expertise. Jahrelange Erfahrung einerseits und Spaß am Feiern andererseits führt sogar zu einer eigenen Area, die direkt aus 2 Gründen besonders ist. Es ist eine Silent Area, in der die Musik nur über Kopfhörer zu hören ist. Und es legen DJs mit und ohne Handicap gemeinsam auf. Die Idee kam tatsächlich von der Lebenshilfe. Die haben uns angesprochen und haben gesagt, wollen wir nicht was zusammen machen beim Electricize Festival. Auch vermittelt durch Robert Offermann, der für die Lebenshilfe arbeitet und für uns als DJ immer wieder im Einsatz ist. Und dann haben wir zusammen überlegt, was könnten wir machen, was passt an. Und kamen dann auf die Idee zu dieser Secret Arcade, die einfach toll ankommt. Und ich finde dieses Konzept, gemeinsam Spaß haben, mit und ohne Behinderung, sowohl bei den DJs als auch bei den Besuchern, passt großartig zum Festival und macht uns allen sehr viel Spaß. Mega geil! Das macht so viel Spaß! Sichtlich Spaß hat auch DJ Golden Nose, bei dem der Name Programm ist. Der gelähmte, aus Polen stammende Marcin Kapek bedient die Turntables ausschließlich mit seiner Nase. Dann lassen es sich die DJs der ersten Stunde nicht nehmen, eine ganz besondere Jubiläumseinlage zu geben. Das Electricize Festival, eine wahre Erfolgsstory. Jetzt haben wir erstmal 10 Jahre hinter uns, das war echt eine krasse Nummer. Ich bin super, super happy, dass wir das hier noch auf die Beine gestellt haben. Das Wetter spielt mit. Wir haben dieses Jahr das erste Mal einen Aktionsflächenbereich mit Bierpong XXL, mit der Secret Arcade, mit Karaoke und so weiter. Also da sind wir auf jeden Fall bestrebt, das noch auszubauen weiterhin. Es kommt super gut an, ich habe nur positives Feedback bekommen. Wir sind gespannt, was das E-Size in den kommenden Jahren noch alles so bieten wird.